Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Hallo zusammen. Willkommen zurück. Ich habe vorgestern habe ich seit langem mal wieder ein neues Video gemacht. Und zwar haben wir. Ficus Benjamin auseinandergenommen. Das war ein ganzer Busch. Haben wir vereinzelt. Nur mal so als kleines Update. Also sieht immer noch alles frisch aus. Es sieht immer noch alles gut aus. Wir hatten ja ein bisschen was an den Wurzeln kaputt gemacht beim Auseinandernehmen. Deswegen haben wir ein bisschen was zurückgeschnitten. Steht seitdem komplett im Vulkatec-Substrat im Anstau. Ja, also wie gesagt, bisher sieht es ganz gut aus. Sieht alles noch frisch aus. Mal gucken, was die Jungs so bringen und machen werden. Jetzt habe ich vergessen, was nachzugucken. Verdammt. Wir machen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Da ist er wieder. Ja, ich muss was nachgucken. Also, wir haben hier, das habe ich schon im Video angekündigt, einen. Ja, ich weiß, es geht nicht um mich, es geht um den Baum, aber vor den Augen hängen wir sowieso nicht. Wir haben ja einen Ficus Micropaea. Ich hatte mal einen Ficus Ginseng. Der hatte ganz komische Austriebe unten. Der Ficus Ginseng hat ja normalerweise, ich habe gar keinen mehr, der hat normalerweise hat er ja so einen dicken Stamm und oben dann so ganz feine kleine Blätter drauf. Und dieser hatte unten auf einmal so Peitschen ausgetrieben. Die habe ich einfach wachsen lassen. Wo die dann so kurz vorm Verholzern waren, habe ich die abgeschnitten. Und zwar, ich habe jetzt, deswegen musste ich gerade nochmal unterbrechen, ich habe nochmal nachgeguckt. Das war von heute an vor 1389 Tagen, am 19.04.2020. Damals habe ich diesen Ast ins Wasser gestellt, bis er gewurzelt hat. So wie wir es auch mit den Fikusen hier gemacht haben. Und der hat tatsächlich gewurzelt. Und irgendwann habe ich dann angefangen, den umzusetzen und umzusetzen. Und mittlerweile ist das hier draus geworden. Der steht in einem Dochtsystem. Joghurtbecher. 500 Gramm Joghurtbecher. Wie ich mich kenne, wahrscheinlich Erdbeere und Erdbeere. Im Vulkatec-Substrat, aber mit Dochtsystem. Also mal an den Wurzeln vorbeigeguckt, sieht man vielleicht ein bisschen Docht. Und der soll dort heute raus. Mit dem habe ich Folgendes vor. Der soll dort erstmal prinzipiell heute raus. Der kommt in ein Lechuza. Kubiko, 14 cm. Hier hatte ich mal meine Mango drinne. Die Mango war eingegangen. Aus Gründen. Ich verstehe es bis heute nicht. Aber hier habe ich halt die Chance, über die Bewässerungsanzeige den deutlich besser zu gießen. Hier ist immer ein bisschen schwierig. Hier habe ich keine Bewässerungsanzeige. Hier, entweder nehme ich nochmal raus oder mache es nach Gewicht. Aber so im Vorbeigehen sieht man es halt nicht. Im Vorbeigehen sieht man dann nur, okay, hier oben wird es mal so langsam trocken. Ja, da kommt auch mal eine Weile ohne große Feuchtigkeit aus. Also gerade im Vulkatex-Substrat sollte er nicht unbedingt trocken stehen, weil das Substrat speichert halt nicht so sehr viel Feuchtigkeit und von daher, es macht ihm nichts, wenn er mal trocken steht, aber man sollte es nicht übertreiben. So, von daher möchte ich das gerne hier reinmachen. Hier habe ich einen großen Wasserspeicher unten drinne, na, also fast die Hälfte. Von der Füllmenge her hier oben müsste es fast dem Joghurtbecher gleich sein. Also da ist gar nicht so sehr viel Unterschied, aber das war das, was ich gerade sagen wollte. Ich möchte nicht umtopfen, damit er mehr Platz hat. Ich möchte ihn umtopfen, weil ich was anderes damit vorhabe. Was will ich machen? Heute kommt er erstmal da raus. Ihr habt gerade gesehen, hier unten die Wurzeln. Ich werde es nicht unbeschadet rauskriegen. Ich werde es abschneiden müssen. Ich werde den Becher zerschneiden müssen, allen drum und dran. Das wird dem nicht so gut tun.
Also kriegt er auch von mir heute einen massiven Rückschnitt. Ich gucke gleich mal, vielleicht tue ich den einen oder anderen Ast noch mit erhalten. Vielleicht, man sieht es ja hier so ein bisschen, er ist mal bis hierhin gewachsen und auf einmal hat er sich angefangen zu gabeln. Aus Gründen, verstehe ich bis heute nicht. Also habe ich den einen abgeschnitten und der andere ging hier rüber und der hat eigentlich eine relativ schöne Form bekommen. Dann kam hier oben die nächste Gabelung. Die habe ich dann einfach mal gelassen. Und hier unten, wo ich es weggeschnitten habe, da haben sich zwei neue gebildet. Und da bin ich jetzt am Nachdenken, ob ich vielleicht doch den einen erhalte, dass ich hier wie so eine Art, doch nochmal so eine Art Doppelgabel mache. Oder also gerade der hier, der so nach innen wächst, hier sieht man das. Man sieht es nicht. Seht ihr dann nachher, weil der muss weg. So. Und von daher stört mich das heute gar nicht. Ich töpfe den heute um. Vorher kriegt er von mir wirklich einen radikalen Rückschnitt. Da treibt schon wieder aus, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Aber das tut ihm einfach besser. Vorher ein bisschen verschneiden, dann ist auch, wenn man dann da dran rumzerrt und so, da stört das nicht alles. Einfach vorher ein bisschen verschneiden. Lieber ein kleines bisschen mehr, weil wenn ihr unten den Wurzeln schadet, dann hat der Baum halt mehr zu tun. Wenn ihr dann oben gleich mal verschnitten habt, dann stört ihn das auch nicht so sehr. Dann erholt er sich auch deutlich schneller. Also, Ziel ist es, umtopfen in den neuen alten, in den Lechuza-Topf rein und dann erstmal wieder eine Weile stehen lassen. Erstmal gucken, dass er austreibt und so weiter und so fort. Und dann, ich finde, von der Form her finde ich den eigentlich ganz nett. Der soll auch gar nicht größer werden. Der soll jetzt nicht exorbitant groß werden. Das stört mich überall, brauche ich gar nicht. Aber was ich gerne machen würde, ist zu versuchen, hier dann später die Rinde überall aufzumachen und dort von dem Ficus Benjamin dort kleine Äste reinzustecken, in der Hoffnung, dass die anwachsen. Und dann wird es nämlich ein Baum mit einer coolen Form durch die ganzen Gabelungen und vielen, vielen kleinen Blättern. Und das könnte mir ganz gut gefallen. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich möchte jetzt aber auch nicht alles mit einem Rutsch machen. Ich möchte jetzt nicht den umtopfen, die Dinger da reinstecken, einen drum und dran. Das wird dann vielleicht doch ein bisschen viel. Deswegen erstmal einen Schritt nach dem anderen. Rückschnitt, umtopfen, stehen lassen. Ich sag mal, da habe ich jetzt keinen zeitlichen Horizont. Einfach bis ich sehe, okay, er treibt wieder kräftig aus. Er will, also er hat es überstanden, die ganze Prozedur. Und dann kann man mal mit dem nächsten Blödsinn anfangen. Parallel habe ich noch ein Problem, aber das werde ich dann nachher, da muss ich mal gucken. Ich habe hier unten, ich weiß nicht, ob es durch das Substrat ist oder hin und wieder durchs Düngen. Ich habe hier unten ganz, ganz viel Salz dran. Ich habe das neulich schon mal versucht, hier so mit dem Finger abzukriegen, aber irgendwie will es nicht so richtig gelingen. Ich schrubbe da immer mal so ein bisschen drüber. Da muss ich mich mal belesen, ob man das mit einer alten Zahnbürste oder irgendwas machen kann. Hier mit so einer 200 € Ora-B Bluetooth gesteuerten hier. Mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, ich werde mal das Ganze jetzt ein bisschen verschneiden. Wem das im Herzen wehtut, den bitte ich jetzt schon abzuschalten. Meine Damen und Herren, bitte sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht vor den Monitoren sitzen. Es könnte auch sein, dass ich fluche. Und ja, wenn wir das oben verschnitten haben, dann kann ich den noch besser handeln und dann kommt er raus aus der ganzen Nummer. Danach einfach hier wieder, wie gehabt, Vulkatex-Substrat. So, ich mache jetzt nochmal ein kleines bisschen Platz. Ich hoffe, dass ich hier nicht ganz so sehr eine Sauerei mache. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, das hier ist mein Arbeitsplatz für mein Fernstudium. Ich hoffe, dass es hier nicht so sehr eskaliert. Es war ja so nicht geplant, dass ich hier Videos mache. Aber okay. So, jetzt müssen wir mal echt mal gucken, ob ihr das seht. Ihr seht es wahrscheinlich nicht. Also machen wir erstmal ein bisschen Platz. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Platz, damit ihr seht, was mir erstmal wichtig ist. Also prinzipiell ist mir erstmal ganz wichtig, alles, was nach unten wächst, fliegt weg. Ja, das, wer jetzt fragt, wieso, da kann sich gerne mal in Brems Tierleben über den Saftfluss bei Bäumen belesen.
Also, es macht zumindest mal wieder Spaß. Also Stecklinge mache ich ja halt keine. Ich weiß sonst nicht mehr wohin. Ich mache heute keine Stecklinge. Markus, du machst heute keine Stecklinge. Bitte heute keine Stecklinge machen. So. Wie gehabt, wie in fast jedem Video schon erklärt, die Milch nicht unbedingt zu sehr an der Haut kommen lassen, nicht zu sehr, also auch nicht an der Schleimhäute, Augen, Nase, Mund und so. Es soll wohl giftig sein. Also da bitte ganz, ganz vorsichtig sein mit dem Gelumpe. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich möchte es auch nicht ausprobieren. Es macht keinen Sinn, es auszuprobieren aus meiner Sicht. So. Ich versuche euch das freizulegen, damit ihr diesen einen blöden Ast mal seht. Wie gesagt, ich schneide den jetzt wirklich kräftig zurück. Also ich handhabe das, ich sehe das gar nicht, was ich mache. Ich handhabe das hier wie mit Obstbäumen. Alles, was nach unten wächst, fliegt weg. Alles, was nach in die Mitte wächst, fliegt weg. Aber das ist auch am Ende Geschmackssache. Ich meine, es soll ja mal ein Bonsai werden. Bonsai ist ja so ganz generell so ein Thema, wo man sich drüber streiten kann. Na, was ist hübsch, was ist nicht hübsch, wem gefällt was nicht. Der eine sagt, oh, ist der Baum schön, und der andere sagt, naja, ich könnte mir echt Besseres vorstellen. Also von daher sehen wir das mal ganz gelassen. So, ihr seht schon, ich mache jetzt ja wirklich. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig. Also ihr seht schon, ich habe jetzt ja wirklich viel schon zurückgeschnitten. Ne? Also nach so einem Rückschnitt, also entweder sieht so ein Baum danach recht hübsch aus, oder man denkt sich, oh mein Gott, wenn ich den jetzt hier runterstecke, ich muss unbedingt, also wenn ich das weitermache, muss ich unbedingt nochmal mit der Kameraführung arbeiten, ob ich die Kamera irgendwie anders positionieren kann. So, hier oben nehmen wir auch was weg. So. So, und jetzt ist mein Problem. Der hier. Es hätte jetzt natürlich was. Er geht hier hoch, er geht hier rum. Wenn er jetzt hier den nächsten Ast kriegen würde. Das machen wir. Schneiden wir die unten weg. Hier unten. So, und den hier. Den kürzen wir ein. Und den werde ich dann nachher, ich habe jetzt leider ad hoc nichts hier, den werde ich dann nachher hier so ein bisschen runterbiegen und hier unten wahrscheinlich befestigen. Habe ich irgendwas hier? Moment mal ganz kurz. Irgendwas in der Nähe, damit ich euch das dann gleich zeigen kann. Habe ich hier irgendwas, irgendwas, irgendwas? Habe ich nicht. Hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht. Okay, hat er nicht. Habe ich jetzt nicht hier, schlecht vorbereitet, aber ist ja jetzt gerade auch recht spontan entstanden. Also mache ich das später, wie gesagt. Den hier ein bisschen runter. Und vielleicht so ein bisschen rüber oder so. Und dann sollte der eigentlich eine ganz coole Form kriegen. So, okay. Bäumchen. Vorschnitt. Wie gesagt, wenn ihr mal sowas macht, ganz ehrlich, und ihr wollt mehr davon, steckt es ins Wasser. Stellt es einfach ins Wasser und guckt, haltet's. Immer Wasser rein, immer Wasser rein, immer Wasser rein und guckt mal nach 2, 3 Monaten und die Wurzel haben, ab in die Erde. Und dann geht's ab. Und dann habt ihr wieder neues Bäumchen. Man muss sich ja nicht immer alles im Laden kaufen, wenn man weiß, dass man das auch selber machen kann. So, jetzt haben wir den oben verschnitten. Das heißt, ich kann ihn jetzt unten auch ein bisschen radikaler bearbeiten. Das sollte ihn gar nicht so stören.
Das Problem ist mit dem Dochtsystem, das Dochtsystem ist eine super Sache. Aber wenn die Wurzeln durch den Docht durchwachsen, dann hast du fast verloren. Ich mache jetzt hier auch wirklich, ich schneide jetzt hier die Dochte mit ab, weil ich sehe ja gerade, das ist schon ganz schön dick. So, jetzt, bevor wir den rausholen, machen wir erstmal hier. Scheiße. Ja, ich weiß auch noch nicht. Ah, Moment. Ich räume mal kurz auf. So, also, mir ist gerade mein Schälchen mit dem Verschnitt runtergefallen. So, also, jetzt gucken wir erstmal hier. Der Docht sieht noch ganz gut aus. Das sind alte Mangowurzeln. Den Docht kann man ruhig, also wenn man das Gefäß rausnimmt, ne, hier unten ist er, kann er ruhig in der Mitte bis zur Hälfte stehen. Da ist das immer alles gut versorgt und da stört das dann auch nicht so, drückt sich dann eh gleich ein Stück runter. So, okay. Ich habe jetzt einfach noch mal unten ein bisschen was reingemacht, das sehen wir dann gleich, wie viel da unten noch rein muss oder ob da überhaupt noch was rein muss. Ne? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe den, glaube ich, das letzte Mal vor 2 oder 3 Jahren, kann sein, draußen gehabt. Also mal schauen. Vielleicht setzen wir noch gleich ein bisschen höher. Vielleicht hat er coole Wurzeln. Das sehen wir aber gleich. Ja, das geht schon gut straff. So, that's it. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Jetzt befreien wir den mal hier oben. Ich mag das halt, ich mag das bei so einem Bonsai, wenn man die Wurzeln, den Wurzelansatz, ich komme gerade nicht auf den richtigen Namen. Wurzelansatz war Variwada. Ich komme nicht drauf. Einfach das, ich versuche das jetzt mal. Ist natürlich nicht hier, womit ich das mal ein bisschen freilegen könnte, außer meine Finger, aber ist nicht schlimm. Also ich bin immer so ein Freund davon, das wirkt dann alles gleich ganz anders irgendwie. Das sieht irgendwie gefälliger aus, wenn man diese, wenn man dann die Wurzeln, also diese Hauptwurzeln noch mit sieht irgendwie. Ach du mein Schreck. Oh, da ist. Oh. Okay. Das habe ich ja gar nicht mehr gewusst. Da ist eine Platte dazwischen. Oha. Den habe ich damals scheinbar schon mal so weit vorbereitet, dass er danach flach wurzeln könnte. Und zwar die Platte ist dafür da, dass die Wurzeln alle dran vorbei wachsen. So dass er am Ende sehr, sehr flach steht. Jetzt ist natürlich das Problem, dass mir das scheinbar im Laufe der Zeit entgangen ist. Funktioniert hat es, ja. Aber ich hätte es Das hätte ich dann immer mal zurückschneiden müssen. Das wusste ich gar nicht mehr, dass ich da mal diese Platte unten drin hatte. Okay. Ich versuche jetzt nochmal den Docht hier rauszukriegen. Okay, da hatte ich damals schon vor, den irgendwie als Flachwurzler zu machen. Boah, ich bin jetzt gerade selber ein bisschen überrascht. Okay. Hat aber funktioniert. Hat aber funktioniert. Ich würde jetzt aber ungern so weitermachen, weil dann, ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn ich ihn jetzt hier abschneide. Das weiß ich jetzt nicht. Und dafür ist er mir zu schade, das jetzt zu versuchen. Dafür hätte ich das jedes Jahr machen müssen.
Ich wusste gar nicht mehr, dass ich den mal dazu vorbereitet habe. Also habe ich es entsprechend nicht gemacht. Da hätte ich ihn jetzt jedes Jahr rausnehmen müssen, jedes Jahr immer wieder abschneiden, sodass sich unten richtiger Ballen bildet. Okay. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Ist mir zu heiß, weil dafür, ich habe ihn selber gezogen. Er hat jetzt schon ein gewisses Alter erreicht. Wäre jetzt schade, wenn ich ihn jetzt durch so eine Aktion kaputt mache. So wird er da drin stehen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich jetzt diesen Hohlraum, den ich selber erzeugt habe, füllen muss. So, für nehmen wir wieder einen Plastikbecher am besten. Jetzt muss ich nämlich aufpassen, weil jetzt wird es nämlich interessant. Ich muss jetzt den Hohlraum füllen, weil nur da, wo Substrat auch wirklich ist, können sich Wurzeln bilden. Ansonsten, also da, wo Luft ist, da bilden sich halt ganz, ganz schlecht Wurzeln. Meine, beim Fikus geht das noch halbwegs, weil ich sag mal, das ist zwar kein Luftwurzler, aber dem reicht schon eine gewisse Feuchtigkeit, damit die Wurzeln anfangen zu wandern. Aber riskieren möchte ich es jetzt eigentlich nicht. Da passt viel rein. Man kann dafür, um diese Hohlräume zu verschließen, ich habe da früher immer Holzschaschlikspieße genommen und hab da immer drin rumgekiegelt und so, bis ich dann mal, also einfach immer so rein und so, bis ich dann mal mitbekommen habe, dass ich permanent irgendwas an den Bäumen kaputt gemacht habe, ne? Dass ich immer in irgendwelche Wurzeln reingestochen habe und so. Und das hat mir halt nicht wirklich gut gefallen, weil ich war mir dann halt nicht so ganz sicher, ob ich vielleicht am Ende mehr kaputt mache, als mir lieb ist. Und von daher muss es halt auch anders gehen. So. So. Das hatte ich nicht mal auf dem Schirm. Das war mir jetzt, also jetzt, na gut, ihr werdet es wahrscheinlich an meinem Gesichtsausdruck gesehen haben, dass mir das jetzt gerade völlig neu war. Ich kann aber mal, weil ich ja gerade sehe, ich habe hier einen Stift ohne Spitze, einfach mal, weil der ist vorne nicht spitz. Ja, da geht aber nochmal, da geht nochmal ein bisschen was runter. Also hier wirklich vorsichtig sein, ne? Also ihr wollt ja nicht kaputt machen an dem Baum. Ihr wollt ja einfach nur jetzt über diese Art und Weise wollte er einfach nur das Ganze ein bisschen verdichten. Nicht damit der Baum Stabilität hat. Wenn ihr ein Stabilitätsproblem habt, dann müsst ihr nochmal irgendwie gesondert festbinden. Sondern das ist jetzt einfach nur, um Hohlräume zu verschließen. Und dadurch, dass ich mir selber, ja, wie wir gerade gesehen haben, einen Hohlraum geschaffen habe, ist es halt ein bisschen blöde gelaufen jetzt. Aber okay. Augen auf beim Eierkauf. Wirklich völlig überrascht. Aber ja, ich hatte zu Anfang, wo ich mit dem Bonsais angefangen habe, habe ich so einen Splin gehabt, immer die Dinger drunter, damit es flachwurzler wird. Mittlerweile, ja, ein Bonsai, der schön flach wurzelt, ist was ganz Hübsches, aber es muss nicht immer so ein flach gewurzelter sein. Es ist auch, wenn so ein Bonsai, da kann auch eine hohe Schale haben. Hauptsache, der Baum sieht angenehm aus, die Krone sieht angenehm aus. Ja, und ich sag mal, das, was ich jetzt hier gemacht habe, das sieht ja im ersten Moment erstmal noch nicht aus. Oder vielleicht gibt es jetzt auch schon Leute, die sagen, boah, gib mir das Ding. Ich kauf's dir ab. Nee, kriegt er nicht. Ist meiner. Also ist ja wieder mal Geschmackssache. So. Aber den dann wirklich mit den kleinen Blättern vom Ficus Benjamin, das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Da bleib ich dran. Aber wie gesagt, der
wird jetzt erstmal eine Weile hier so stehen und wird erstmal überhaupt nichts machen, außer sich zu erholen. Ganz wichtig nach so einer Nummer. Ich habe hier wieder Osmosewasser aus meiner eigenen Osmoseanlage. Nicht düngen. Die Wurzeln müssen sich jetzt erstmal erholen. Zu viel Dünger verbrennt Wurzeln. Und von daher lieber Osmosewasser nehmen. Osmosewasser hat einen ganz, ganz kleinen Mikrosiemensgehalt. Also hat relativ wenig Nährstoffe. Der Baum soll ja jetzt erstmal anfangen, sich zu erholen, neue Wurzeln zu bilden. Und von daher braucht er jetzt erstmal keine Nährstoffe. Nährstoffe braucht er dann erst wieder, wenn er merkt, okay, der treibt aus, der bringt jetzt wieder, der hat wieder, der will wieder Kraft haben, dann könnte er langsam wieder anfangen zu düngen. Bis dahin ist das eigentlich erstmal nicht notwendig, bis ihr seht, dass er wieder ausgetrieben hat. So, ja, das war es erstmal bis hierher. Sieht gar nicht so doof aus. Irgendwie hat was. Ich weiß noch nicht, was es hat, aber es hat was. Wie gesagt, ich werde jetzt noch versuchen, vielleicht den hier im Nachgang noch irgendwie ein kleines bisschen runterzubiegen. Nicht viel, nur ein Stück. Also nicht hier übertrieben, sondern einfach nur so, dass er ein bisschen cool wegsteht. Und dann könnte das ein ganz, ganz interessantes Konstrukt werden. Ich werde auch auf Dauer gesehen jetzt hier drin lassen. Wenn unten Wurzeln durchkommen, durch den Becher, werde ich sie abschneiden. Wenn er mal oben zu buschig wird, werde ich ihn abschneiden. Er muss nicht größer werden. Es soll kein riesengroßer Baum werden. Ich finde, er hat sich gut gemacht, dafür, dass ich ihn mal sehr, sehr lieblos behandelt habe. Er hat sich sehr gut gemacht. Er hat immer wieder gut mitgespielt. Er hat immer wieder gut ausgetrieben. Wenn jetzt der Plan noch aufgeht mit dem Ficus Benjamin Blättern, dann bin ich zu 100% zufrieden. Dann kann der auf der Größe bleiben, dann kann der in den Becher drinnen bleiben. Da muss ich halt immer nur mal ein bisschen die Wurzeln zurückschneiden. Vielleicht dann auch wirklich mal irgendwann wird der Tag kommen, wenn hier oben dann langsam anfangen, die Steine rauszufallen, dass er dann da raus will, dass er dann wirklich mal eine größere Schale braucht. Aber bis dahin sind es noch ein paar Jahre Zeit. Solange kann er da drinnen bleiben. Und der soll sich jetzt erstmal erholen, wenn er sowas macht. Ich meine, jetzt die Jahreszeit passt, aber wenn ihr sowas mal im Sommer vorhabt, nicht in die pralle Sonne stellen, das macht keinen Sinn. Also nach so einem Rückschnitt, weil dadurch braucht er einfach nur noch mehr Wasser. Die Wurzeln können es gar nicht alles so schnell nach oben transportieren, wie er es braucht. Deswegen ruhig ein bisschen schattig stellen, nicht zu warm stellen und dann wird er sich schon wieder erholen. So, 1389 Tage ist er jetzt alt. Am 19.04.2020 wurde das Projekt gestartet. Ich bin mal gespannt. Also, wenn ich ein Video mache mit dem Ficus Benjamin, dann werdet ihr ihn ja wiedersehen. Aber ich denke mal, ein halbes bis ein Jahr wird es jetzt mindestens dauern, immer hier dran wieder was machen. Wenn ich in einem anderen Video dazu komme, kann ich ihn ja mal in einem Update einfach mal zeigen, aber ich habe jetzt nicht vor, hier die nächste Zeit was dran zu machen. Der kommt zurück ins Fensterbrett, der soll sich erholen und dann geht die Geschichte irgendwann auch für den weiter. So, ich mache jetzt hier sauber, denn ich habe heute Abend noch Fortbildung und dafür muss ich dann hier mit dem Laptop sitzen und brauche jetzt hier keinen Vulkatec. Ne? Gerade wenn ich dann hier so sitze, hier überall, das gibt ein sehr schönes Muster. Das Vulkatec-Muster sozusagen. Und ja, ich mache jetzt hier noch sauber. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, also außer mein Fauxpas hier, ich muss dann wahrscheinlich noch mal kurz einen Staubsauger hier holen. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und dann schauen wir mal, was ich im nächsten Video machen kann. Dieses Jahr ist auf jeden Fall das Projekt Bottle in the Bottle fällig. Das wird wirklich interessant werden, auch für mich. Da werde ich wahrscheinlich auch so eine Überraschung erleben wie heute. Mal gucken. Und alle anderen sehen erstmal ganz gut aus. Meine Azalea, mein Azalea-Bonsai. Mal gucken. Ich glaube, obwohl er frostfrei ist, hat er den Winter nicht überstanden. Aber mal schauen, ich habe ihn jetzt erstmal reingeholt. Er sieht nicht gut aus, aber vielleicht treibt er erstmal wieder aus. Und dann schauen wir weiter. Okay, gut.
Wie gesagt, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos, ne? Bis dahin.